Hallo zusammen. Ich lese heute von Der Schlunz und der unsichtbare Wächter, das Kapitel 6. Viel zu schnell waren die Herbstferien schon wieder vorbei. Es war jetzt Mitte Oktober und Nele trug auf dem Schulweg schon ihre Winterjacke. Als sie an der Kreuzung zur Rathausstraße auf Anna Kaiser trafen, war die schon überaus gut gelaunt. Wir kommen auch mit zur Freizeit in 2 Wochen, sagt sie fröhlich. Mama und Timo und ich. Lukas wunderte sich. Zur Gemeindefreizeit? Schlunz hatte Anna in seiner Musik-AG kennengelernt. Anna war erst 2-mal im Kindergottesdienst gewesen. Einmal vor und einmal nach dem Gemeindefest. Und jetzt wollte sie schon mit zur Gemeindefreizeit kommen? Und ihrer Mutter auch? Da musste das Gemeindefest ja wirklich einen guten Eindruck auf die beiden gemacht haben. Ja, das wird lustig, freute sie sich. Ich freue mich schon. Auf einer richtigen Burg. Ich habe schon mal im Internet geschaut. Die Burg Hohenring sieht wirklich aus wie eine Burg von früher. Mit Turm und Burgtor und so weiter. Da können wir Ritter und Prinzessin spielen. Oh ja, rief Nele gleich. Ritter und Prinzessin. Ich kann da mein Kostüm vom Geburtstag nochmal anziehen. Und Schlunz und Lukas, ihr beiden könnt wieder euer Ritterkostüm tragen. Das wird doch lustig. Lukas stöhnte leise auf. Er hasste es, sich zu verkleiden. Und dass er sich auf Neles Geburtstag so albern angezogen hatte, hatte er nur ihr und dem Geburtstag zuliebe getan. Und es war ja auch keine echte Verkleidung gewesen, sondern hauptsächlich ein großes T-Shirt von Papa mit Gürtel und eine Wollmütze mit angetackertem Visier. Schlunz hatte ihnen die gebastelt. Mal sehen, brummte er. Hey Lukas, rief Schlunz plötzlich aufgeregt und blieb stehen. Schau mal da vorn. Lukas bekam einen Schreck. Etwa 200 Meter von ihnen entfernt stand wieder dieser merkwürdige Mann am Straßenrand. Er lehnte an seinem Moped und blätterte in einer Tageszeitung. Die Kinder schienen er noch nicht bemerkt zu haben, oder er tat ganz unauffällig und beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Los, komm, flüsterte Schlunz, zupfte Lukas am Ärmel und sprang in die nächste Seitenstraße, die sie zu überqueren hatten. Nicht nur Lukas, auch Anna und Nele rannten ihm hinterher. Schlunz blieb kurz stehen und hielt die Mädchen auf. Ihr beiden bleibt am Straßenrand stehen, sagte er, und passt auf, dass er uns nicht sieht. Wer? Fragte Anna. Der Mann mit der Zeitung. Und dann rannte Schlunz weiter. Nele und Anna kehrten gehorsam zur Hauptstraße zurück. Schlunz rannte ein paar Seitenstraßen entlang, Lukas hinterher. So kamen sie wieder fast bis zur Hauptstraße, nur dass sie sich jetzt ganz in der Nähe des Mannes mit dem Moped befanden. Sie standen hinter einem Kioskhäuschen. Der Mann stand davor und las in seiner Zeitung. Vorsichtig schauten die Jungen hinter dem Kiosk hervor. Der Mann lehnte an seinem Moped und hatte den Jungen den Rücken zugewandt. Er konnte sie also gar nicht bemerken, es sei denn, er drehte sich komplett um. Schlunz kam leise aus seinem Versteck heraus und schlich sich an den Zeitungsleser heran. Er gab Lukas ein Zeichen und auch Lukas schlich sich heran. So standen die beiden genau hinter ihm. Schlunz klopfte dem Mann 2-mal auf den Rücken, ging dann mit einem Schritt um ihn herum und stand direkt vor ihm. Der Mann warf vor Schreck die Zeitung hinter sich und schrie. Die Zeitung blätterte sich auf und landete auf Lukas Kopf, aber er befreite sich schnell aus dem Blätterwald. Guten Morgen, sagte Schlunz und verschränkte stolz seine Arme. Der Mann hatte sich von seinem Schrecken noch nicht erholt. Mit beiden Händen tastete er seine Jackentasche vor der Brust und unten an der Seite ab. Dann griff er in seine Jackeninnentasche. Lukas hatte schon Angst, jetzt würde er eine Pistole herausziehen und den Schlunz auf offener Straße erschießen. Aber anscheinend fand er nicht, was er suchte. Also hielt er sich mit beiden Händen an der Lenkstange seines Mopeds fest. Guten Morgen, keuchte er ebenfalls. Wie könnt ihr mich so erschrecken? Das wollten wir nicht, sagte Schlunz und grinste breit. Wir wollten Sie nur was fragen. Was denn? Wir wollten wissen, warum Sie uns hinterher spionieren. Warum fahren Sie uns hinterher? Warum beobachten Sie uns? Das tue ich doch gar nicht. Wir sind doch nicht blöd, oder, Lukas? Nein, sind wir nicht, sagte Lukas und kam näher an den Schlunz heran, so dass er den Mann besser von vorne betrachten konnte. Der Mann sah recht ungepflegt aus. Bartstoppeln saßen im ganzen Gesicht verteilt. Und da, wo keine Bartstoppeln wuchsen,
waren Pickel oder Narben von ausgedrückten Pickeln. Oben auf dem Kopf waren nicht mehr viele Haare, aber die wenigen, die noch da waren, waren lang und sollten wahrscheinlich die kahlen Stellen verdecken. Das taten sie aber nicht, denn sie standen hoch vom Kopf ab oder hingen ihm in kleinen Strähnen im Gesicht oder über den Ohren. Lukas schätzte ihn auf Mitte 40, älter als Mama und Papa auf jeden Fall. Er trug eine alte, braune Jacke von einem Anzug, darunter ein kariertes Hemd, das bis oben hin zugeknöpft war. Zu allem Überfluss hatte er sich über den letzten Hemdknopf eine Fliege gebunden, so eine kleine Schleife aus Stoff. Lukas konnte sich nicht erinnern, irgendwann schon mal jemanden gesehen zu haben, der eine Fliege trug. Außer im Fernsehen oder im Comic. »Wir haben gesehen, dass sie uns beobachtet haben, als wir hinter der Schule Fußball spielten«, sagte Lukas. »Und sie sind uns hinterhergefahren, als wir ins Schwimmbad gefahren sind.« »Zufall«, sagte der Mann, aber er schnaufte noch. »Glaube ich nicht«, sagte Schlunz. »Sollen wir die Polizei anrufen?« »Nein«, sagte der Mann schnell. »Ich habe mir ein Nummernschild gemerkt«, sagte Lukas, und das stimmte diesmal auch. »Ich bin doch von der Polizei«, sagte der Mann aufgeregt. »Wirklich?« Schlunz zog die Augenbrauen hoch. »So sehen Sie gar nicht aus.« »Ja, nein, also«, stammelte der Mann, »ich bin auch nicht wirklich Polizist, aber ich arbeite für die Polizei.« »Das müssen Sie uns erklären.« »Das darf ich nicht.« Schlunz ging einen kleinen Schritt auf den Mann zu und wurde leiser. »Wir sagen es auch niemandem weiter.« »Das...« Der Mann schaute sich nach allen Seiten um. »Das darf keiner wissen.« »Wir finden es sowieso raus«, sagte Schlunz. »Wenn Sie es uns nicht sagen, fragen wir bei der Polizei nach.« schon gut«, sagte der Mann, holte ein großes Stofftaschentuch aus seiner Hosentasche und wischte sich über die Stirn. »Ich sag's euch. Aber ihr müsst mir versprechen, dass es unter uns bleibt. Sonst kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren.« Schlunz machte ein überraschtes Gesicht. »Junge«, sagte er, »Sie machen es aber spannend.« »Wir versprechen es«, sagte Lukas. »Also«, der Mann duckte sich ein wenig, als könnte er damit seine Stimme dämpfen, »ich bin Privatdetektiv. Die Polizei hat mich beauftragt, dich ein bisschen zu beobachten.« »Aber warum?« Schlunz hatte auch leiser gesprochen und sich nach vorn gebeugt. »Es heißt, ein neuer Killer soll auf dich angesetzt worden sein.« Lukas presste sofort beide Hände auf seinen Mund und atmete geräuschvoll ein. »Woher wissen Sie das?« fragte er dann. »Ich weiß es von der Polizei, die mich beauftragt hat. Woher die das weiß, weiß ich nicht.« »Ach du Schreck«, sagte Schlunz langsam. »Es heißt ja nicht«, sagte der Mann weiter, »dass das auch stimmt. Ich soll euch, euer Haus und so weiter einfach ein wenig im Blick behalten und wenn mir etwas Ungewöhnliches auffällt, soll ich es an die Polizei weitergeben.« »Oh Schreck«, sagte Schlunz nochmal, und Lukas sah ihm an, dass er es nun doch mit der Angst zu tun bekam. »Seht ihr«, sagte der Mann, »jetzt macht ihr euch doch Sorgen. Darum sollte ich es euch nicht sagen. Aber jetzt wisst ihr, dass ihr keine Angst haben müsst, denn wenn ihr mich seht, ich passe gut auf euch auf.« »Ist gut«, sagte Schlunz ängstlich. »Und wie gesagt, niemand darf davon wissen. Wenn jemand kommt, der dir etwas antun will, darf er keinen Verdacht schöpfen, dass ich ihn oder euch beobachte.« »Ja«, sagte Schlunz. »Dann dürft ihr mich jetzt auch nicht mehr ansprechen. Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden.« »Ist klar.« Lukas fiel noch etwas ein. »Haben Sie in letzter Zeit einen silbernen Audi gesehen mit Darmstädter Kennzeichen?« Etwas zuckte in den Augen des Detektivs, aber er sagte, »Nein.« »Wenn Sie den sehen«, sagte Lukas, »dann wissen Sie auf jeden Fall, dass es gefährlich wird. Darin sitzt eine Frau, die Schlunz töten will.« »Ist gut«, sagte er, »ich merk's mir, aber jetzt geht lieber weiter.« »Wie heißen Sie?«, fragte Schlunz noch. »Ede«, sagte der Mann und verbesserte sich sofort. »Edu, also Eduard. Eduard Knolle.« »Knolle«, wiederholte Schlunz und grinste wieder ein bisschen. »Sie tun mir leid.« Jetzt lächelte der Mann zum ersten Mal. »Man kann sich seinen Namen nicht aussuchen.« »Alles Gute«, sagte Schlunz, und dann gingen die beiden zu den Mädchen zurück. »Worüber habt ihr so lange geredet?«, wollte Nele gleich wissen.
Der Mann ist von der Geheimpolizei, sagte Schlunz geheimnisvoll. Lukas erschrak. Wollte der Schlunz jetzt doch gleich alles erzählen? Er beobachtet die Menschen im Straßenverkehr, fuhr Schlunz fort. Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, wird bestraft. Echt? Nele schien beeindruckt. Cool. Aber warum hat er uns dann neulich verfolgt? Ist doch klar, sagte Schlunz, weil ich eine Vollbremsung auf nasser Fahrbahn gemacht habe. Das ist verboten. Siehst du, sagte Nele besserwisserisch, hab ich doch gesagt. Ich hatte recht. Und damit war Nele zufrieden. Lukas war aber ganz und gar nicht zufrieden. Jetzt hatte es also ein neuer Killer auf den Schlunz abgesehen. Wann sollte der kommen? Und wo? Und woran sollten sie ihn erkennen? Vielleicht war der Detektiv sogar selbst der Killer. Lukas spürte, wie Angst in ihm auftauchte. Sollten sie nicht doch lieber Mama und Papa Bescheid sagen? So, das war das Kapitel 6 vom 5. Teil Schlunz.